Familienfeste sind eine tolle Sache. Denn wie selten kommt die ganze Familie heutzutage schon zusammen? Aber auch bei solchen Treffen gibt es gewisse Verhaltensregeln, die man unbedingt beachten sollte. Das wird doppelt wichtig bei einem ganz besonderen Familienfest, nämlich der Beerdigung. Damit Sie erst gar nicht in peinliche Situationen geraten, möchte ich Ihnen heute einige wichtige Tipps geben. Begegnen Sie den Hinterbliebenen mit einem angemessenen Gesicht. Nicht zu fröhlich. Aber auch nicht zu trauernd. Aber die Witwe des Verstorbenen sollten Sie auf jeden Fall während der ganzen Zeit in Ruhe lassen. Schneuzen Sie sich leise und stören Sie die anderen Trauergäste nicht. Nach der Totenmesse ist es endlich soweit. Der Sarg wird zur letzten Ruhestätte gebracht. Wenn Sie zu den Sargträgern gehören, denken Sie dran, dazu braucht es 6 Leute. Tragen Sie den Sarg langsam und gemächlich. Und lassen Sie sich dabei nicht ablenken. Wenn Sie am Grab einen schlechten Platz in den hinteren Reihen erwischen, müssen Sie sich damit abfinden. Ich